So, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, dem Monat Oktober. Und den Monat Oktober haben Johannes und ich gleich mit einer kleinen Party bei uns angefangen. Ja, wir hatten beim Einzug keine Housewarming-Party und dann dachten wir uns, wir machen jetzt eine Kitchen-Warming-Party, weil wir halt die Küche neu gemacht haben. Und ja, es war ganz schön, einfach nochmal ganz viele Freunde auf einen Fleck zu haben, weil man das ja so ganz lange nicht machen konnte. Und ja, das war echt ganz cool, auch so ein bisschen abdancen. Hat auch ganz gut geklappt, weil eigentlich ist Altbau immer sehr hellhörig und schwierig mit so Lärm und auch so gerade so tanzen und viele Füße auf Holzboden. Aber ich glaube, das hat ganz gut geklappt, weil wir alle in Socken waren. Eine Sache, die noch mit der Party zusammenhängt, ist Musik bzw. so Soundsystem. Und zwar haben Johannes und ich uns endlich eine Soundbar zugelegt. Also es war lange, lange Diskussion bei uns und auch so, ob wir überhaupt eine haben wollen, beziehungsweise ob ich eine haben möchte, weil ich war eigentlich relativ zufrieden mit dem Sound vom Fernseher. Ich glaube, ein großer Teil von mir wollte halt einfach das so minimalistisch wie möglich haben unterm Fernseher. Aber Johannes war auf jeden Fall schon länger nicht zufrieden mit dem Sound. Also es war ihm einfach nicht genug und will dann mehr diese Experience haben. Und ja, da haben wir halt lange geguckt, so okay, welche Marke nehmen wir, welches Modell, was ist da auf lange Sicht irgendwie am schlausten und was sieht halt auch optisch gut aus. Lange, lange haben wir da überlegt und wir sind dann immer so wieder bei Sonos gelandet. Ja, und da haben wir jetzt zugeschlagen, weil bei Saturn gibt es irgendwie eine Aktion auf so Soundartikel und dann war das auch noch so ein Ausstellermodell. Und haben da nochmal extra Rabatt bekommen. Und ja, da haben wir zugeschlagen. Und so sieht jetzt unsere Fernsehsituation aus. Also ja, ich musste mich auf jeden Fall daran gewöhnen, dass da jetzt irgendwie was auf dem Boden liegt. Sowas ganz Großes. Aber gut, ich muss zugeben, man hört einen Unterschied. Und da nehme ich das dann in Kauf. Und zumindest ist das Design ja echt schick. Und es passt ganz gut zum Fernseher. Da kann ich mich schon dran gewöhnen. Naja, und das Coole hierbei ist jedenfalls, dass man halt auf lange Sicht das alles Schritt für Schritt dann ergänzen kann. Das heißt, man kann halt zu der Soundbar beim Fernseher dann noch irgendwie zwei Boxen holen, die man dann hier und hier sich aufstellt, sodass man dann halt wirklich diesen Kino-Sound hat, worauf Johannes auf jeden Fall besonders scharf ist. Und jetzt auch nochmal den Bogen zurück zur Party. Wir haben nämlich für die Party von Storm und Marius zwei Sonos-Boxen ausgeliehen, die wir dann halt alle miteinander verbinden konnten. Und dann hatten wir halt hier die Soundbar, dann im Esszimmer dann eine Box und dann eine Box in der Küche. Und das war dann halt echt ganz cool, dass man da halt eine Playlist halt auf alle gleichzeitig abspielen konnte. Ja, das ist schon ganz nice. Und ja. So, Johannes und ich sind auf eine Hochzeitsfeier eingeladen und bei so Hochzeiten im Herbst ist es ja immer so eine Sache, was zieht man an? Und deswegen wollte ich euch mein Outfit mal zeigen, weil ich habe hier so ein langärmeliges Kleid an und ich finde, das ist am Ende immer eine richtig gute Option für so Herbst-Winter-Hochzeiten oder generell so schicke Anlässe. Also nicht, dass man jetzt irgendwie überwiegend draußen ist, aber das passt dann irgendwie thematisch gleich ganz gut zu der Jahreszeit. Und dann kann man das halt mit so Schlitzen aber immer noch ganz gut ausgleichen, sodass es nicht ganz so geschlossen ist, sage ich mal. Und das ist jetzt ein Kleid von Jacquemus und auch die Tasche ist von Jacquemus. Und ich muss sagen, Jacquemus ist immer eine sehr gute Wahl für so Anlässe. Ich habe zu voll vielen Hochzeiten jetzt irgendwas von Jacquemus angehabt und das war immer eine richtig gute Wahl. Und ja, ich liebe dieses Kleid. Und als Schuhe habe ich jetzt ganz einfache Mango-Sandalen. Nicht allzu hohe Absätze, damit man ganz lange darin aushalten kann. Und ja. Just let it burn, burn. I'm enough, I'm enough, I'm not good enough. Set it in my bathtub, sing.
Feedback. Vielen Dank.
Wie ihr aus einem älteren Video schon wisst, arbeite ich mit Esfit und Mio zusammen und da zeige ich euch mal ein paar neue Pieces. Und zwar zum einen hier, die ich schon in meinen Ohren habe, neue Huggies. Und da wünschte ich, ich hätte mehr Ohrlöcher, damit man halt mehr Huggies miteinander kombinieren kann an einem Ohr. Das fände ich echt super gut, das muss ich echt mal in Angriff nehmen. Und die haben halt auch eine neue Solid Gold Kollektion. Das heißt, es ist halt gerade für Piercings eigentlich auch echt ganz nice. Ja, das muss ich. Da habe ich jetzt leider nichts zum Zeigen. Da blende ich vielleicht mal so ein paar Bilder ein. Aber ich kann euch noch ein paar Pieces so in echt zeigen. Da habe ich hier schon meine kleine Auswahl vorbereitet. Zum einen haben wir hier diese kleinen Chubby Hoops, also mit Sternen und böses Auge Motiv. Die finde ich auch echt ganz cool. Also sehr alltagstauglich und ja, die gibt es halt in Gold und auch in Silber. Ja, ich mag diese Chubby-Form und die sind aber trotzdem so schön klein. Und dann habe ich hier noch ein etwas anderes Modell. Also so Ohrstecker mit einem Stein, der noch so dran hängt. Das ist irgendwie ganz schön. Also ganz simpel, aber doch irgendwie besonders. Ja, und ich finde, Ohrringe sind halt auch immer eine gute Idee, so als Weihnachtsgeschenk oder auch Geburtstag. Ich habe so viele Freunde, die im November Geburtstag haben. Ja, also wer da schon auf der Suche nach Geschenkideen ist für Weihnachten, ja, ich finde, Ohrringe gehen irgendwie immer, da kann man sich immer drüber freuen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall eine schöne Auswahl. So, ich überlege jetzt, ob ich zu dem Outfit diese Stiefel anziehe oder doch lieber Sneaker. Aber ich zeige euch jetzt erstmal so den Look. Das ist ein blauer Sweater von Arket, ein schwarzer Wollmantel von And Other Stories, dazu diese bordeauxfarbene Boxbag von Celine. Ich mag irgendwie die Kombination von diesem Blau und dem Weinrot. Dann meine Jeans von Monkey, die ich sehr, sehr gerne trage diesen Monat, weil die so schön locker ist und sehr, sehr bequem. Und dann, ja, Schuhe von Celine, diesen coolen Absatz. Und, ach ja, Gürtel ist auch von Arket. Also so sieht das Ganze auf jeden Fall so ein bisschen schicker aus. Ja, oder habe ich mehr Lust auf New Balance Sneaker, also einfach ein bisschen bequemer, sportlicher. Der Riss ist ja trotzdem ziemlich schick gehalten. Ich mache mal das mal zu, weil ich finde das irgendwie manchmal auch ganz cool, wenn der Mantel so wirklich zugeknöpft ist. Hat auch was, finde ich. Also, ich glaube, es wird eher auf Sneaker hinauslaufen. Aber ich finde optisch gesehen beide Optionen sehr cool. Schon so ein Stück. Okay. So ein Stück. So? So, heute bin ich bei einem Dinner eingeladen und ich dachte mir, ich will so ein bisschen was Besonderes anziehen, also so ganz bisschen schicker, aber trotzdem ja nicht zu kompliziert, also jetzt kein Kleid oder so. Und deswegen habe ich hier dieses Top ausgepackt. Das ist so ein altes Top von 16 Arlington oder Arlington, I don't know, was ich schon ein bisschen länger habe. Das hat so eine, ja, auffällige Federborte und dazu so eine graue Hose von And Other Stories und meine Servette-Tasche. Und die Boots sind von Celine. Die haben hier diesen coolen Crystal Heel. Aber ja, einfach spitze Schuhe. Und ja, das finde ich irgendwie ganz cool. Bei der Hose ist ganz witzig. Ich musste die nämlich ganz kurzerhand kürzen und habe das mit so einem kleinen Trick gemacht, dass ich halt unten, nur hinten, das einmal so nach innen umschlage und dann mit Nadel und Faden fixiere, dass ich dann hinten nicht drauf trete, aber die Hose vorne ja noch diese Überlänge hat, weil ich das ganz cool finde. Und ja, ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Ist jetzt nicht so profimäßig, werdet ihr gleich sehen, aber es hilft auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Last-Minute-Trick,
bei zu langen Hosen. Hier sieht man ganz dezent den Faden, aber das fügt sich ganz gut ein, einfach wegen der Struktur von der Hose. Und hier innen seht ihr, dass es so einmal die Saumenbreite nach innen geklappt ist. Das passt dann immer ganz gut bei mir von der Länge her. Einfach so fixiert und dann fällt das einfach, also in meinen Augen, ganz in Ordnung, so automatisch nach vorne länger und hinten halt kürzer. Ja, einfach wenn man keine Zeit hat, um die Hose beim Schneider anpassen zu lassen. Ja, einfach schnell selber machen. So, und dann habe ich jetzt noch einen Blazer drüber. Einfach just in case, falls mir das am Tisch irgendwie mit den freien Armen doch zu kalt sein sollte, was ich nicht glaube, aber just in case einfach noch einen Blazer drüber angezogen. Das ist jetzt so ein alter Nadelstreifenblazer von Zara. Und ja, schmuckmäßig, da habe ich an den Ohren jetzt die Astrid und Mio Ohrstecker, die diesen baumelnden Steinen haben. Und so sieht das Ganze nochmal mit Mantel drüber aus. Also ja, ziemlich viele Lagen, aber es ist ja doch schon ein bisschen kälter heute. Wir haben ja fast November. Ja, das ist mein Lieblingsmantel von Loewe. Den kennt ihr ja schon seit längerem. Aber da gibt es auch immer gute Dupes eigentlich davon, von anderen Marken, die ich dann euch auf jeden Fall in der Infobox verlinken werde. So, das war es jetzt aber zu diesem Outfit für heute. Ihr wisst ja, Johannes und ich spielen beide sehr gerne PlayStation und ich bin ja froh, dass es auch einige von euch gibt, die gerne PlayStation spielen. Also es hat, glaube ich, beim letzten Video jemand in den Kommentaren geschrieben, ob ich nicht Spiele empfehlen könnte. Und ich habe lange, lange auf Kena Bridge of Spirits gewartet. Da hat sich der Termin ja immer weiter nach hinten verschoben. Und ja, diesen Monat haben wir es angefangen und ich finde es mega gut. Also es ist ein super, super süßes Spiel mit diesen kleinen, Wesen, die man dann so hat und einsammelt. Sehr, sehr cool. Also ich blende euch dann entweder hier was ein oder ihr habt vorher schon irgendwie ein bisschen Footage davon gesehen. Ich drehe die Kamera kurz noch um. Ja, ich habe das hier jetzt nämlich schon mal offen. Da seht ihr auch auf der Schulter das kleine Tierchen und davon hat man dann ganz viele im Spiel. Super süß. Und vielleicht kann man mehr davon sehen. Naja, guckt euch auf jeden Fall mal einen Trailer dazu an. Es ist auf jeden Fall sehr schön. Ich mag die Story. Es ist auch nicht ganz so einfach. Am Anfang dachte ich so, es ist jetzt vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll, aber dann doch, die Bosskämpfe sind super schwierig. Also ich kriege da total den Fingerkrampf und dann müssen wir uns abwechseln. Man hat halt auch ganz viele, also die Tastenbelegung muss man sich auch erstmal irgendwie einprägen von allen möglichen Moves, die man dann hat. Ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Also mir hat das auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich bin jetzt auch fast am Ende von der Story hier, aber man kann dann noch ganz viel sammeln. Und da bin ich ja jemand, der gerne auf 100% dann spielt. Aber ich zeige euch jetzt gleich nochmal meine Wunschliste. Gehe ich mal hier, na, zur Wunschliste. Zum Beispiel das Spiel finde ich auch sehr, sehr interessant. Hoa, das sieht so total Anime-mäßig aus. Hier gibt es halt auch keinen Trailer direkt. Aber wenn ihr das mal auf YouTube anguckt, dann sieht es auch so super süß aus. Das ist so dann so ein 2D-Jump-and-Run. Super cute. Das ist, glaube ich, relativ entspannend, würde ich jetzt schätzen. Mal schauen. Also ich glaube, bei dem Preis für 15 Euro, glaube ich, kann ich mir das mal geben. Es ist jetzt demnächst Winter, da spielt man halt einfach ein bisschen mehr. Und dann habe ich halt das hier entdeckt, Star Wars von Episode 1 Racer. Das habe ich geliebt auf dem PC. Und das kann man halt auch zu zweit spielen. Yeah, also Daisy wird sich auf jeden Fall auch freuen. Und was sonst? Hier auf Stray warte ich auf jeden Fall noch. Da spielt man irgendwie so eine Katze in Tokio oder so. Ich glaube irgendwie auch in der Zukunft, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber ja, finde ich auch irgendwie ganz interessant. Aber wann kommt das denn jetzt? Wo steht das nochmal? In Kürze. Ja, mal gucken, wann das dann online kommt. Ja, und Johannes spielt halt gerade Diablo 2 Resurrected. Aber da ist halt schon
den ganzen Monat über das Problem, dass man halt gar nicht reinkommt zum Spielen und die da irgendwie übelst die Probleme haben. Also ja, das war, glaube ich, ein bisschen ärgerlich. Ja, das war dann blöd für ihn, dann konnte er nicht so viel spielen, aber gut für mich, dann konnte ich nämlich ein bisschen mehr spielen als er. Und ja, das wird jetzt auf jeden Fall die nächste Zeit auch ein bisschen zunehmen, gerade mit den Spielen, die da noch auf der Wunschliste sind. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und ja, ich denke, damit sind wir aber auch direkt auch beim Ende vom Vlog angelangt. Mehr habe ich jetzt nicht mehr zu erzählen. Und der Monat ist jetzt rum. Heute ist Halloween übrigens. Und ich muss das Video jetzt ganz, ganz schnell schneiden. Und ich hoffe, dass ich das noch am Sonntagabend, also heute Abend, online bekomme. Wenn ihr das erst Montag sehen solltet, dann wisst ihr Bescheid, dass ich es nicht geschafft habe. Aber gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss!